Herzlich willkommen zurück bei Super Mario Odyssey. Und ich frage mich immer wieder, wie Mario es schafft, in den ungünstigsten Situationen einzuschlafen. Wir sind hier in Bowsers Land und Mario macht einfach mal ein Nickerchen. Ja, wenigstens ist er jetzt mal aufgewacht. Hauptsache mal den Joy-Con schütteln, dann wacht er auf. So, wir haben im letzten Part... Wir haben im letzten Part einen von den Brutals wieder mal platt gemacht. Nein, schneller, schneller, schneller. Geht doch. Und wir müssen jetzt noch den zweiten von denen platt machen. Boah. Knappe Sache. Aber erstmal... Oh, 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 oh. Okay, dafür haben wir jetzt schon mal einen Mond bekommen. Wir können natürlich nicht die Boxen platt machen. Nö. Aber gut, wenn in der Box ein Mond drin wäre, dann würde die ja leuchten, oder? So viel traue ich Nintendo schon zu. Schaltet die Treppengrauser aus. Treppengrauser heißen die? Oh mein Gott. Wir fliegen zurück zu Bowsers Festung. Und wir haben anscheinend noch ziemlich viel vor uns. Aber warum zur Hölle? Ich weiß es nicht. Warum zur Hölle war diese Statue hier? Durch den Spiegel können wir auch noch nicht durch. Oh, okay, da sind ja noch mehr Sachen, aber die werden ja gar nicht angezeigt, wenn man nicht... Wenn man nicht die Statue ist. Wenn wir nicht alle Mone finden, werden wir eh den Tiptoad irgendwann mal benutzen. Uns erwartet jetzt erstmal der zweite Bosskampf. Ich guck mal kurz noch in die Kisten da drüben. Vielleicht finden wir dann einen Mond. Nicht einen Mond, ein Herz. Aber naja, 6 Herzen haben wir. Passt schon. Jetzt kommt der. Hoho, der Shepard. Der Chef hat nicht übertrieben, als er meinte, ihr wärt hartnäckig. Das macht aber gar nichts, denn ich werde der Familie der Bruder als alle Ehre machen und euch ausmerzen. Ja, ich mache aus dir gleich mal einen Nerz. Der mit seinen 3 Hüten. Ist ja blöd. Was war das jetzt? Wollt ihr sich verstecken, oder was? Was? Dein Ernst? Wie viele Hüte noch? Nein! 9 Hüte! Da kann man ja überhaupt nicht mehr den Überblick. So, Alter. War ja klar. Das sind zu viele Hüte. Übersicht verloren. Gut, dann halt nochmal. Kein Problem. Nächster Versuch. Aber jetzt überspringen wir die Szene mal und machen den Kampf einfach nochmal. Hallo! Treff doch mal, Mario.
Oh, man kann auch einfach auf die Hütte raufspringen. Oder einfach warten, bis er sich zeigt. Na, wo ist er? Da. Hä? Der hatte noch einen Hut auf und ich bin trotzdem auf ihn raufgesprungen. Cool. Ich glaube, als er auf der Seite lag. Jetzt haben wir zwei Bosse platt gemacht für einen Mond. Naja. Wäre mindestens zwei Monde wert gewesen. Yahoo! Konfrontation mit den Brutals. Den brutalen Brutals. Und jetzt dürfte eine Brücke auftauchen. Ja. Es geht weiter Richtung Bowsers Festung. Abrechnung in Bowsers Festung. Oh oh. Haben den Haupthof erreicht. Baum. Uiuiui. Na, schauen wir erstmal hier drüben. Was ist das denn? Achso, das ist das Ende vom Dach. Na gut, da kommt man nicht weiter. Oh, da sind violette Münzen. Ich habe schon danach gesucht. Herkömmliche Wege sind was für Loser. Und wieder drei Münzen. Und da ist wieder die silberne Box. Alter, die muss doch irgendwas mit der Story zu tun haben. Ganz ehrlich. Nein, so nicht, sondern so. Und hier haben wir wieder. Wo geht's hin? Oh. Lol. Hinter Gittern gefunden. Dann wieder zurück. Moment mal. Zehn Münzen noch mitgenommen. Passt schon. Oh, was war das? Okay, sah gerade aus, als wären da violette Münzen. Lieber zweimal nachgucken, als welche zu vergessen. Meine Meinung. Gehen wir mal durchs Tor. Und da ist die Fahne. Hey, diese Boxen. Passiert einfach nichts. Damit kann man die Steine aber relativ schnell kaputt machen. Oh. Okay.
Oh oh. Im Graben versunkener Schatz. Schauen wir mal erstmal. Was? Alter. Mann, ey. Das ist so ein großes Level. Na toll. Na, läuft. So. Ciao. Was haben wir denn da unten? Fische. Schön, Fische. Nein, 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 nein. No. Mist. Wieder mal abgekackt. Und rüber. Ciao, 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 ciao. Und rüber. Müssen wir mal anders rangehen. Die dezent leichtere Methode ist natürlich, erstmal die Dinger loszuwerden. Und dann kann man nein! Mann, ey. Der Mist ist, dass die Kisten nicht kaputt bleiben. Geht doch. Versteckter Korridor unter dem Boden. Cool. Aua. Toll. Ey, verpiss dich. Ey, dein Ernst. Hier. Schnauze. Na gut, die Flagge können wir mitnehmen. So, und jetzt? Na, so geht er auch kaputt. Schauen wir erstmal hier lang. Komm, rüber. Herz. Oh! Ja, ist ja gut. Vogel weg. Oh. Na toll. Ich irre hier schon lange allein über die Dächer. Ich habe mich wohl total verlaufen. Aber beim ganzen Rumgeirre habe ich diesen Mond gefunden. So war es am Ende doch noch zu was Nütze. Yeah! Schön, dich zu sehen, Captain Toad. Schön.
Na gut. Oh. Och nö. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Mist. In dem einen Ding ist ein Mond. Ja gut. Läuft. Ich habe mich jetzt mit Absicht in den Handabgrund gestürzt, damit der resettet. Das war meine Absicht. In einem Block in der Festung. Na komm. Hau nochmal zu. Alter, nein, nein, schnell, 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 schneller, Mario! Och Mann. Mario, du Lamasch! Geht doch. Läuft. Schauen wir mal hier kurz. Aber hier ist soweit nichts. Das wird jetzt bestimmt. Lustig. Interessant designt. Alles so gold und schwarz. Ganz viele Löcher. Da will ich rüber. Komm. Ah, geht doch. Und erwischt. In der Mauer. Wir müssen nur noch ein bisschen weiter klettern. Schön, aber wo muss ich denn jetzt hin? Na gut. Ja. Da muss ich jetzt schnell sein. Muss ich mal kurz gucken. Aber hier sind keine violetten Münzen mehr so weit, also können wir nach oben. Komm, wir holen uns die Fahne. Und dann nochmal zurück und dann gucken wir mal noch nach. Oh, das sind überall Stachelränder. Böse, böse. Hier soweit nichts. Komischer Vogel. Und da drüben auf der anderen Seite. Knapp. Nee, nicht danach. Aua. Aber ich glaube, da ist auch nichts. Vielleicht da. Ich wette mit euch, von hier aus sind diese komischen Dächer, die so weit abstehen, auch zu erreichen durch irgendeinen komischen Sprung. Und da gibt es dann auch wieder megamäßig Münzen. Kann ich mir gut vorstellen. Aua. War mit Absicht. Na gut, machen wir mal die Flammen aus. Okay.
Schauen wir mal einmal drumrum. Hau ab, Mann! Alter, was ist das denn? Was sind das für komische Gucklöcher? Hier. So. Na, die zwei machen wir auch noch aus. Aus Prinzip! Da ist Bowser. Da ist Bowser. Und da ist Peach. Und der Kampf wird bestimmt ein bisschen länger dauern. Deswegen würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part, wo wir dann den Kampf starten. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, Abo ist kostenlos. Dann werdet ihr über neue Videos von mir informiert. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.